Was geht ab, liebe Leute? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute reden wir ein bisschen über das Thema Licht, denn ich habe in einem älteren Video gesagt, dass ein Full-HD-Bild mindestens genauso gut aussehen kann wie ein 4K-Bild, wenn das Full-HD-Bild im Gegensatz zum 4K-Bild richtig ausgeleuchtet ist. Und genau das ist heute das Thema. Ich möchte mit diesem Statement einfach mal anfangen und euch heute in diesem Review ein bisschen was über das Godox SL60W-System erzählen, mit dem ich hier meine Videos ausleuchte. Bevor das Video beginnt, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein weiteres Video online kommt. In den meisten Fällen ist es Mittwoch um 18 Uhr ein Short-Video, in dem ich einen Quick-Tipp bzw. ein paar Quick-Tipps von mir gebe. Und Sonntag um 18 Uhr kommt dann immer mein Hauptvideo online, beziehungsweise ein Video wie dieses hier, was ihr euch jetzt gerade anguckt und was ihr auf jeden Fall schon mal liken könnt. Und jetzt fangen wir an mit dem Review, beziehungsweise meinem Langzeittest, meine Erfahrungen mit dem Godox SL60W-System. Ich wünsche euch viel Spaß und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Let's go! Die meisten YouTuber, die ihr wahrscheinlich verfolgt, nutzten ein Aperture 120D und das hat auch einen großen Grund, denn das Ding ist einfach ein perverses Teil. Was aber auch pervers ist, ist tatsächlich beim Aperture der Preis. Gerade die Mark II Version kostet aktuell nur die Lampe ohne alles andere fast 600 Euro bzw. ein bisschen mehr als 600 Euro. Und das war der Grund, der mich daran gehindert hat, auch einen Aperture 120D zu kaufen, denn es war mir einfach zu viel Geld für das, was ich hier mache. Und deswegen habe ich mich für das Godox SL60W-System entschieden, denn das gibt es neu bei Amazon für 140 Euro und gebraucht sogar bei eBay Kleinanzeigen für 85 oder 80 Euro, je nachdem, wie ihr dort verhandelt. Also von daher habe ich mich dafür entschieden, eine solche Lampe zu kaufen, beziehungsweise gleich zwei davon, eine hier und eine hier oben. Und welche Vorteile diese Lampen meiner Meinung nach haben, beziehungsweise warum sie meiner Meinung nach vollkommen ausreichend sind für YouTuber, für ein Interview und so weiter, also auch für Indie-Filmmaker, je nachdem was ihr seid, das erfahrt ihr in diesem Video. Der erste Punkt, der mir sehr, sehr wichtig war, ist, dass die Lampe, die ich mir kaufe, auf jeden Fall sich im Tageslichtspektrum von der Farbe her bewegt und zwar zwischen 5000 und 6000 Kelvin und das tut das Godox-System hier mit 5600 Kelvin. Es ist fast ganz genau wie Tageslicht vom Wärmegrad her. Also ihr kennt das, wenn ein Video zum Beispiel einen leichten Gelbstich hat oder einen zu kühlen Blaustich hat. Das liegt dann meistens daran, dass entweder der Weißabgleich nicht richtig gemacht wurde, in der Post-Production dann am Weißabgleich Regler rumgespielt habe oder halt man eine Lampe hat, die viel zu gelblich leuchtet beziehungsweise einen viel zu warmen oder viel zu kalten Farbstich hat. Und das hat das Godox-System hier nicht. Mit 5600 Kelvin ist es tatsächlich genau der richtige Wert, was Tageslicht angeht. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig war, ist, dass die Lampe, die ich mir kaufe, über einen Bones-Anschluss verfügt. Das ist ein Anschluss, der genormt ist quasi, wie eine DIN-Norm, also wie ein DIN A4-Blatt, ist auch dieser Bones-Anschluss genormt. Und das sorgt einfach dafür, dass ihr von verschiedenen Herstellern einen Grid oder beziehungsweise eine Softbox oder wie ich es hier oben habe, einen Brandor nutzen könnt, um es an dieser Lampe anzuschließen, da dieser Bones-Anschluss bei allen Herstellern gleich ist. Ein weiterer großer Vorteil, wie ich finde, ist, dass die Lampe lediglich über ein einziges Kabel verfügt, was man hinten in die Lampe einsteckt und womit man sie dann mit Strom versorgt. Alle Bedienelemente sind im Gegensatz zum Aperture 120D auf der Rückseite der Lampe angebracht. Dort ist ein Regler zum Dimmen von zwischen 10 und 100%. Es ist der An- und Ausschalter. Und ein Bedienelement, womit man die Lampe über verschiedene Channels steuern kann. Das sorgt einfach dafür, dass ihr mit dieser Fernbedienung die Lampe relativ einfach an- und ausschalten könnt, wie ihr seht. Oder wenn ihr mehrere Lampen habt, so wie ich das hier, ich habe nämlich zwei von denen schon, kann man die Lampe auch an verschiedenen Channels halt steuern und dann über die Fernbedienung die Channel wechseln, wodurch man dann die jeweilige Lampe einzeln steuern kann oder heller und dunkler machen kann. Was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt und auch ein sehr nützliches Tool ist. In vielen Reviews über das Godox-System hier habe ich gehört oder wurde bemängelt, dass der Lüfter zu laut ist. Tatsächlich, man hört den Lüfter, aber ich glaube, es ist in den wenigsten Videos ein störender Faktor, beziehungsweise man kann ihn ganz einfach in der Post-Production rausfiltern, diesen leichten Rauschsound. Es klingt halt, wenn man gar nichts macht, ungefähr so. Tatsächlich könnte es stören, kommt natürlich auch nochmal auf das Audio-Equipment drauf an. Ich habe hier in meinem Fall jetzt gerade das Rode NTG 4 Plus, also ein Richtmikrofon, was relativ nah, ungefähr hier, auf meinen Mund gerichtet ist, wodurch, glaube ich, kaum Geräusche von dem Lüfter, die hinter dieser riesigen Softbox auch noch sind, zu hören sind.
Und in der Post-Production mache ich sowieso nochmal einen Rauschdenoiser und einen Hallunterdrücker über das Ganze oder über meine Audiospur hinweg, so dass man dieses Rauschen dann im Nachhinein gar nicht mehr hört. Wenn ihr jetzt Fotograf seid tatsächlich und euch überlegt, diese Lampe zu kaufen, dann würde ich euch ganz klar davon abraten, denn für den Studiogebrauch bzw. fürs Fotografieren ist sie meiner Meinung nach nicht stark genug. Sie verfügt lediglich über 60 Watt, was zu wenig ist für ordentliche Fotografie. Es geht natürlich damit, aber man muss in der Belichtungszeit schon sehr weit runtergehen auf zum Beispiel ein Hundertstel, was in der Porträtfotografie zu Problemen, weil man sich ja bewegt und so weiter, führen kann, wodurch dann die Bilder einfach unscharf wirken. Von daher würde ich euch, was das angeht, eher einen Blitz empfehlen. Gibt ja auch gute Blitze von Godox mittlerweile, die wesentlich mehr Power haben und einfach damit dafür sorgen, dass eure Bilder auch bei einer hohen Verschlusszeit schön knackig scharf sind. Was die Power angeht, kann ich euch nur sagen, dass die für den Videobereich auf jeden Fall vollkommen ausreichend sind. Also diese Lampe hier, die große vor mir ist, die ist ungefähr einen Arm entfernt, beziehungsweise eine Armlänge entfernt und es steht jetzt gerade auf 80%, das ist vollkommen ausreichend. Wenn ich es auf 100% stelle, ist hier alles komplett ausgebrannt, beziehungsweise ich müsste entweder die Blende schließen oder die Shutter Speed verändern, aber da ich hier in 4K mit 25 FPS filme, beziehungsweise mit 24 FPS filme, habe ich meine Sony hier auf 1/50 stehen von der Belichtungszeit her, also die 180 Grad Shutter Speed Regel wird hier angewendet in meinen Videos, so das will ich sagen. Und dafür ist 80% der Leistung dieser Lampe vollkommen ausreichend. Und hier oben habe ich noch eine zweite Godox SL Einheit, die mir dieses Hairlight hier gibt. Die habe ich gerade mal auf 50% stehen, damit ich hier so einen leichten Schein habe. Diese Lampe hier oben verfügt über ein Brandor, was dafür sorgt, dass ich das Licht sehr gut steuern kann. Und über das Brandor habe ich dann nochmal eine Softbox, beziehungsweise nicht keine Softbox, einen Diffuser einfach gehängt, der dafür sorgt, dass das Licht ein bisschen weicher ist. Und wie ihr seht, sieht es ganz gut aus. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine dritte Godox SL60W kaufen, die dann dieses Licht hier hinten im Hintergrund übernimmt, um einfach dort ein bisschen mehr Power zu haben, beziehungsweise den ganzen Raum hier ein bisschen heller im Hintergrund zu machen. Und ja, das ist zumindest der Plan. Ein Punkt habe ich ja ganz vergessen, über den wir auf jeden Fall noch reden sollten, bevor es zu den Softboxen geht, und zwar die Verarbeitung des ganzen Produkts. Und da muss ich sagen, hat Godox echt gute Arbeit gemacht. Die Lampe besteht zwar im Gegensatz zum Aperture 120D nicht aus Metall, sondern eher aus einem Plastik. Diese ist aber sehr robust und sehr dick. Also mir ist die eine Lampe tatsächlich schon mal runtergefallen und sie funktioniert immer noch tadellos. Es ist auch nichts irgendwie kaputt gegangen oder abgeplatzt oder gerissen oder sonstiges, sondern sie funktioniert einfach tadellos, wie als wenn sie neu wäre. Und da muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet bei dem Preis, dass sie ein so solides Produkt tatsächlich rausbringen, was auch vom Plastik her sehr massiv gegossen und gebaut ist. Apropos ist dann vorne, die Lampe an sich ist kein RGB-Light, also mit vielen einzelnen LEDs, sondern ein CQB-Light. Das ist ein großer LED-Chip bzw. eine große Lichteinheit, die einfach dafür sorgt, dass ihr halt ein sehr massives Output, was die Lampen angeht. So, und jetzt kommen wir zu den Softboxen. Da fangen wir gleich mal an mit der, die mich hier ausleuchtet. Auf der Seite von euch aus gesehen rechts, genau. Und zwar ist das die 120er Octabox von Godox selber. Die sorgt einfach dafür, dass ich hier so schön ausgeleuchtet bin und das Ganze schön weich ist. Die ist ungefähr eine Armlänge von mir entfernt. Des Weiteren habe ich hier vor mir gerade liegen eine 90er Octabox mit Grid. Die sorgt einfach dafür, dass man bei Produktshots das Licht viel, viel besser steuern kann. Gerade dieses Grid oder Honey Grid, wie man es nennt, sorgt dafür, dass das Licht quasi nur gerade runterfällt und sich nicht im kompletten Raum verteilt. Und hier oben hinter mir habe ich dann noch eine Brandor an der Lampe angebracht, beziehungsweise an der Godox angebracht. Das sorgt einfach dafür, dass ich das Licht sehr stark bzw. sehr gut steuern kann, je nachdem, wo ich gerne den Lichtkegel haben möchte. Und das ist eigentlich schon alles. So, und jetzt habe ich, glaube ich, genug hier über die Godox SL60W gelabert. Also, wenn ihr mir vertraut, kann ich euch diese Lampe auf jeden Fall nur ans Herz legen. Guckt bei eBay Kleinanzeigen oder nutzt den Affiliate-Link, der unten in der Videobeschreibung ist. Damit supportet ihr mich so ein bisschen, so, das wollte ich sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem einfach einen Daumen nach oben. Das ist cool für den YouTube-Algorithmus und hilft mir einfach dabei, ein bisschen weiter zu wachsen. Und jetzt würde ich sagen, Peace. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr für eure Videos, wenn ihr selber welche macht, für Lampen nutzt oder Blitze oder welche Systeme ihr da so nutzt. Da bin ich tatsächlich sehr stark dran interessiert. Und jetzt würde ich sagen, bis Mittwoch oder bis nächsten Sonntag um 18 Uhr, da kommen wieder Videos von mir raus. Peace, macht's gut, ich freue mich drauf.